Hearthstone. Let's play. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde. Ich weiß, für euch ist es schon November. Aber ich habe im Oktober, quasi in derselben Session, wo ich die anderen beiden Hearthstone-Videos gedreht habe, noch einen Sieg gebraucht. Mir fehlt nur noch einer. Ich hatte eine ganz gute Session eben. In welcher ich, wenn man mal von dem einen Match absieht, dass ich einfach mittendrin abgebrochen hatte, weil ich schlichtweg keinen Bock drauf hatte. Wenn man davon mal absieht, hatte ich 4 Siege und eine Niederlage in 5 Runden. Also auf gut Deutsch 4-1. War eigentlich ganz geil. Ein Hexer hat mich besiegt, da hätte ich auch nicht so richtig gewusst, was ich machen soll. Und ich wollte mir mit euch jetzt einfach, ja, wie soll ich sagen, die letzten beiden Matches hier abholen, den letzten Sieg einfahren, weil 2 Matches werde ich schon machen. Zu dem Zeitpunkt war noch ein Event am Start. Da hat man ein paar Karten wie ausgeliehen bekommen. Ragnaros zum Beispiel und so. Und ich versuche einfach ein bisschen Fun zu haben. Ganz locker mit dem Priester. Muss ich ja nichts mehr beweisen. Ein bisschen zu spielen. Ja. Wow, ich habe hier gleich mal einen 23er. Also vom Rang. Ja, einfach so mit euch ein bisschen spielen. Und die Kiste freischalten. Der Anfang ist nicht mal so schlecht. Es war auf jeden Fall ein vollgepackter Oktober. Es war nicht viel Zeit für Hearthstone. Wobei ich auch ein schönes Solo-Abenteuer hatte oder ein bisschen daran weitergespielt habe, in welchem ich sogar Karten gekauft habe. Das ist das zweite Mal im Laufe des Kanals, dass ich Karten kaufe mit Staub. Das gab es erst einmal vorher. Ruhig mal reinschauen. Und jetzt hole ich hier einfach mir noch den letzten Sieg ab, würde ich einfach sagen. Halloween ist für euch vorbei. Für mich läuft es noch zu dem Zeitpunkt. Mann, es ist jetzt nicht so lange her. Ich habe das am Dienstag gedreht. Für euch. Dienstag. Ja. Rückblickend. Ich werde der Schattenwort Schmerz brauchen können. Beziehungsweise habe ich ja sogar. So, ich warte. Ich nehme es auch nicht so todernst, muss ich gestehen. Bei dem Priest. Ja, ist das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Routine, hätte ich was gesagt. Was war das? Erhaltet einen Lakaien auf die Hand, nachdem ihr was gemacht habt? Gegner angegriffen oder was? Oder Gegner getötet oder was? Was kommt das? Er ist nicht so ganz geraffelt. Wollen wir nochmal lesen. Erhaltet einen Lakaien auf die Hand, nachdem euer Held angegriffen hat. Lakai heißt was in dem Fall? Achso, abgeben. 1-1-Alle oder was heißt das in dem Fall? Weiß ich nicht, was das heißt. Wir haben gar nicht so viel gesehen von den Karten, die ich jetzt umgebaut mitgenommen habe. Auch von den verliehenen Karten. Ich habe Sylvanas zum Beispiel noch dabei. Aber irgendwie... Wiederkehr ist nicht so toll. Ich finde das unglaublich nervtötend. Davon habe ich selber noch gar nichts. Also Wiederkehrkarten. Aber was soll ich machen? Ich habe... Hintern voll Packs liegen, aber komm nicht zum Aufmachen. Ich komme nicht zum Aufmachen. Aber es wird wirklich Zeit. Ich habe mir auch überlegt, im neuen Monat, im November, gleich mal 2 Pack-Openings zu machen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ist das wie bei Dr. Bumm? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Man, ich könnte ihn auch klauen. Aber... Schattenwort Schmerz incoming. Und Schattenwort tot gleich hinterher. Oder eine Nova oder so. Oder das hier.
Ich frage mich halt nur, kriege ich das mitsamt den Werten? Das ist jetzt halt die Frage. Kriege ich das mitsamt den Werten? Oder wahrscheinlich nicht, aber ich würde Schattenwartor trotzdem aufheben. Ne, ist ohne die Werte. Ich hatte mir sowas schon gedacht. Nicht schlimm. So konnte ich mir einmal Schattenwort Tod aufheben. War schon okay. Ich hatte gehofft, ich krieg die Werte auch. Ist aber nicht so schlimm. Ja, Lichtkönig, oder? Für den Kriegshäuptling! Würde ich schon sagen. Ist eindeutig die Antwort. Stehlt einen Diener aus dem Deck eures Gegners und erhaltet ihn auf die Hand. Mhm. Also sowas wie Gedankenraub oder wie es heißt. Nicht so spektakulär leider. Wo ist eigentlich meine Nova? Warum hatten wir ja auch schon wieder Eifer? Ist ja nicht auszuhalten. Warum haben die denn alle Eifer? Ja, der hat auch Eifer, alles klar. Ja, ist der Lichtkönig wahrscheinlich auch weg. Oder kommen wir jetzt noch ein paar mehr mit Eifer? Ich wollte sagen, der 4-3er, ja eben. Aber jetzt ist das Boardwesen leer. Ja gut, ich habe noch einen Brunnen, ich kann mich noch selber heilen. Ich weiß nicht, was er jetzt davor hat, aber rushen wird er mich auf jeden Fall nicht. Das kann ich ihm also versprechen. Rushen wird er mich auf jeden Fall nicht. Das ist was sicher ist. Gut, ein Krieger zaubert jetzt nicht gerade viel, aber was hätte ich sonst spielen sollen? Die Auswahl war jetzt etwas mager. Das kann man sagen. Also mich nerven so Decks, wo die ganze Zeit irgendwas triggert, nochmal doppelt und dreifach ausgelöst und Eifer und nochmal Wiederkehr und das Ganze noch einmal und noch einmal. Ich hasse sowas. Muss ich gestehen. Ich hasse sowas. Ich find's furchtbar. Mag ich den nicht ein bisschen verstärken, sodass ich ihn mit Schattenwort tot wegkriege oder so? Keine Lust. Meine einen von diesen drei Sechsern muss ich auf jeden Fall wegmachen. Problem ist nur, ich weiß nicht so, wie ich das machen soll. Weil dann ist auf jeden Fall mein kleiner Zauberling halt auch weg. Ich probiere jetzt erstmal das. Eifer, okay, das ist ein Anfang, da habe ich auch schon eine Idee. Wer ist jetzt der Kriegshund? Ich dreh durch! Lehn das! Erde zu Erde! Ja, besser hätte ich es jetzt nicht gewusst, wie ich es machen soll. Danke. Es ist aber seine Hand gut voll. Jetzt hat er 9 Karten. Zauber doch nochmal was, wie wär's? Hast du keine Lust? Ey, warum müssen die immer 4 haben? Gib mir doch mal was ich zum Wegschattenwort toten kann. Na doch, verstärk ihn. Danke, das war wichtig. Danke. Dann darf man Todesröcheln. Jeder Spieler erhält einen Ersatzteil auf die Hand. Doppelte Stunden, doppelter Lohn. Wow. Ach man, jetzt wollte ich ihn gerade toten. Na, ist egal. Ich muss mich entscheiden. Mhm. Ja, zauber ein bisschen. Gib mir mal eine Nova spielen. Ist das zu viel verlangt? Ich habe 2 Novas dabei. Frag ja bloß. Vielleicht lässt sich ja einrichten. Ja, ist auch geil. Aber übernimmt die Kontrolle eines feindlichen Dieners. Das lohnt sich ja gar nicht. Wobei, was soll ich sonst spielen? Was soll ich sonst spielen?
Okay. Ja, ich spiele sie halt einfach, oder? Was soll's? Ich meine. Wobei, ist das schlau? Hier kommt der Hunger. Vielleicht brauche ich das noch. Da bin ich eher dafür, den so ein bisschen zu wasten oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, da bin ich eher dafür, den zu wasten, dass ich was draußen habe. Ich will Sylvanas, weil vielleicht brauche ich es noch. Irgendwas Größeres klauen oder so. Ich. Selbst das mit dem stille Typ, ob das unbedingt nötig war? Ich habe das Kriegsbeil ausgegraben. Muss mal den Zeug vorbeikommen. Weiß ja nicht gesagt, dass Sylvanas unbedingt den jetzt klaut. Möglich ist alles, aber. Danke. Aber ein Tank, der verstohlen ist, und wie komme ich an dem vorbei? Also wie kann ich den angreifen? So was geht? Ein Tank, der verstohlen ist, das ergibt doch keinen Sinn, oder? Aber ich habe eine Idee. Ich weiß schon, was ich mache. Hier kommt der. Und genau deshalb, Freunde, habe ich mir Sylvanas aufgehoben. Ich hoffe nur, das geht auch bei Verstohlenen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Na, natürlich nicht. Ich habe gedacht, das geht vielleicht. Das war's. Ich dachte, es geht vielleicht. Übernimmt die Kontrolle. Ach, Todesröcheln. Ach so, das habe ich grundsätzlich missverstanden. Ach so. Ja, dann hätte ich sie vorhin auch spielen können. Okay, das war mein Fehler. Ich kenne die doch nicht. Oder sagen wir mal, nicht mehr so auswendig. Ich habe die schon ewig nicht mehr gespielt. Sei es drum. Aber ja, gut, okay, nehme ich auch. Nehme ich auch. Ich meine, es läuft ja nicht schlecht. Ich habe ein bisschen wenig Leben, ist vielleicht das Einzige. Aber der Rest ist doch einigermaßen machbar. Muss er jetzt erstmal dagegen kommen. Allein der Gnoll oder was das da ist, hat 8 Angriff. Er ist auch ziemlich am Brainen, wie er das überlebt, habe ich das Gefühl. Training muss wehtun. Hier kommt der. Und tschüss. Ja, so läuft das. Das war der letzte Sieg. Tada! Jetzt muss ich gestehen, frage ich mich gerade, ob ich überhaupt noch eins machen soll. Eigentlich brauche ich keinen mehr. Aber einer geht noch, oder? Ach, einen können wir da noch machen. Sonst war es nur ein Match, das ist schon ein bisschen wenig. Bei meinem Glück kriege ich jetzt auf die Klappe oder sonst irgendwas. Aber ich habe jetzt fast alles gewonnen. Wie gesagt, das mit dem Hexer habe ich ganz offiziell verloren. Das andere vergessen wir mal, wo ich keinen Bock hatte. Ja. 5-1 oder wie man sagen will momentan. Ja. Jetzt machen wir noch eins, sonst ist irgendwie... Ja. Passt. Passt. Ich muss die Wildnis schützen. Wenn ich es dann verliere, ist auch nicht schlimm. Das Licht wird den Sieg bringen. Aber eins probiere ich noch. Ein schnelles. Endlich mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal oder das zweite Mal, dass ich mal die Klerikerin bekomme. Na, endlich. Für was habe ich die kleinen Sachen dabei? Und das, vor allem die in Kombination, ist gar nicht mal schlecht. Schlotternächte. Fröhliche Schlotternächte. Oh, bitte nicht. Das habe ich vorhin abgebrochen. Das war das, was ich vorhin abgebrochen habe. Vorhin ist für euch natürlich übertrieben ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, oder? Spektakulär. Ich glaube, Runde 1 aus dieser Session hatte ich das ja. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock. Kann sein, dass ich das dann jetzt aber auch abbreche. Also das habe ich nicht gedacht oder gemeint, wo ich gesagt habe, ich möchte noch eins machen und vielleicht noch ein bisschen Fun haben. Vielleicht breche ich das jetzt dann auch einfach ab. Also das scheint eine Sache zu sein, die gepatcht gehört. Spektakulär. Also 4 Züge mit einem vollen Mana-Kristall und Osirian-Träne und... Nicht nochmal. Ich habe es in der ersten Runde der Session nicht abgebrochen, dass es jetzt nochmal kommt. Also bestimmt nicht. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Sofort.
Deshalb habe ich es nicht abgebaut. Spektakulär. Ne, deswegen habe ich es nicht abgebrochen, dass ich es hier jetzt wieder kriege. Ich habe so das Gefühl, das nimmt gerade jeder. Warum nur? Mm-mm. Aber jetzt versteht er mich vielleicht. Endlich frei von diesem verdammten Tor. Kann da jetzt nicht angreifen, sonst ist alles hi. Wie weit ist er mit der Quest? Schattenwort Schmerz wäre interessant. Jetzt hat er 12 Rüstung. Tja. Schwierig. Schwierig. Die Geister sind ruhelos. Sofort. Unterwerft euch! Einmal noch, da hat er die Quest und das ist mir nicht wirklich recht, oder wie man sagen will. Weiß nicht, ich kenne das ja auch nicht, ob es da einen Konter gibt, Russian oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich gebe mich geschlagen. Okay, oder so. Gut gespielt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sein Plan nicht auf... Hallo? Ob sein Plan jetzt nicht aufging, wollte ich... Hallo? Ich hatte doch 3 Siege, oder nicht? Hä? Streak? Fragezeichen? Ey, was ist denn los? Ey, ganz im Ernst. Was das zurzeit da rumbuggen ist, was ist denn jetzt das... Oder hatte ich zwischendurch... Es waren noch 3 in Folge, oder? Jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber ich dachte, ja. Ich hatte nur in der ersten Session, oder erste Session ist falsch, ersten Runde, gerade diese Osirian-Geschichte, wo ich keinen Bock hatte, wo ich abgebrochen habe. Und dann den Hexer, der mich besiegt hat. Dann müsste doch eine Streak sein, oder nicht? Müsste doch jetzt eigentlich Rang 23 sein, oder? Egal. Ich krieg's jetzt irgendwie nicht zusammen. Aber jetzt eigentlich müsste es eine Streak sein. Oder es hat sich schon wieder was verändert. Auf jeden Fall habe ich jetzt insgesamt... Wie viel waren es jetzt? Wie viel habe ich jetzt gespielt? Mal überlegen. 8 Matches? Gut, wie gesagt, das eine, wo ich abgebrochen habe, ziehen wir mal ab. Also waren es 7 echte Matches. Und ich habe 6 davon gewonnen. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Die einzige Niederlage war gegen den Hexer. Und mein Gott, ich kann nun mal nicht alles gewinnen. Aber der Rest habe ich alles gewonnen. Ja, ich glaube, das stimmt so, oder? Ja, doch, es kommt hin. Also, abzüglich dieses einen, 7 Matches, 6 Wins, also 6-1 in der Insgesamt-Score. Das ist doch, ja, also besser kriege ich es irgendwie so zwischen Tür und Angel nicht hin. Plus die Tatsache, dass ich auch mein Deck ein bisschen auf den Kopf stellte wegen dem Event, darf man ja auch nicht vergessen, ja. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, gegen diesen Typen, der jetzt aufgegeben hat, dass ich es mal versuche mit dieser Träne, dass er da nicht so früh aufgibt, war natürlich nicht auf meinem Schirm. Das hatte ich nicht geplant. Vielleicht hätte ich das bei dem anderen auch nicht direkt aufgeben sollen, aber so. Aber ich hatte einfach keine Lust. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch einfach mal keine Lust. Das soll es einfach geben. Aber ja, wie gesagt, 6 Siege aus 7 Matches. Aus 6-1. Dass es so gut läuft, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Allein heute beides gewonnen. Ja. Also war nicht zu erwarten. Einige Siege rausgeleiert. Aber mit dem Priester bin ich halt relativ ruhig und souverän, muss ich sagen. Wobei wir jetzt nicht viel Ragnaros und so Sachen gesehen haben. Gar nicht mal. Aber das war auf jeden Fall diese Runde. Die Truhe ist frei. Vielleicht kann ich offscreener noch diesen kleinen Rang machen oder so. Bestimmt werde ich das probieren. Weil irgendwie habe ich das mit der Streak jetzt gerade auch nicht verstanden. Aber soweit so gut. Und ich freue mich auf den für euch hier jetzt eh schon laufenden November. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.